Wir gucken hier mal auf deine Qualität als Liebhaber und wie du aktiv Maßnahmen ergreifen kannst, um deine Fähigkeiten sehr zum Wohle der Ladies zu erhöhen. Es gibt hier ja eine ganze Reihe an Ansätzen, von denen die einen mehr und die anderen weniger sinnvoll sind. Fakt ist aber, dass es mit der Fruchtbarkeit heute nicht besonders gut bestellt ist. Und das betrifft sowohl die mentale Ebene, die ja gerade durch Schmutzfilme enorm in Mitleidenschaft gezogen wird, und zum anderen auch die physische Ebene. Die Lebensmittel heute sind einfach viel zu sehr angereichert mit Weichmachern, mit Plastik, mit Chemie und anderen Kunststoffen, die unsere Fruchtbarkeit, die Spermienzahl und auch indirekt das Stehvermögen selbst negativ beeinflussen. Und hier kannst du eigentlich auch unmittelbar und jetzt sofort damit anfangen, Veränderungen vorzunehmen. Um es kurz zu machen, solltest du dir angewöhnen, verarbeitete Nahrung so weit wie möglich mit unverarbeiteter zu ersetzen. Man hat ja hier schon haufenweise Tests gemacht, nach denen die Spermienzahl bei Männern, welche sich im Fastfood-Stil ernährten, signifikant unter der von Männern lag, die auf proteinlastige Ernährung ohne Zusatzstoffe setzten. Also Fastfood heißt halt hier viel Industriezucker, viel leere Kohlenhydrate und Transfettsäuren, wie du sie zum Beispiel bei Frittiertem, bei Gebäck und Pizza hast. Zusatzstofffrei fährst du immer besser und ja, das macht tatsächlich einen Einfluss auf deine Liebhaberqualitäten aus. Fleisch brauchst du, denn die gesättigten Fette daraus brauchst du als Mann, Butter brauchst du, Milch, Eier und natürlich auch frisches Obst und Gemüse.